Imperialismus wird bei Lenin zugespitzt ökonomisch kapitalistisch. Der Begriff ist ja zunächst mal ein politischer gewesen, ne? Britisches Empire zum Beispiel und dann imperiale Bestrebungen des napoleonischen Frankreichs etwa, politische Expansion, Kolonialismus, also etwas schwang darin mit. Und dann gab es aber eben auch schon bei den bürgerlichen Ökonomen die Tendenz zu sagen, naja, wir müssen aus wirtschaftlichen Gründen Imperialisten sein, sonst können wir uns weltweit die Rohstoffquellen, die wir für unsere großen Nationen in anderen Kontinenten nutzen wollen, nicht mehr leisten. So, und damit bekam das eine weltkapitalistische Tendenz gewissermaßen, dieses Wort. Und Lenin, das hat mich an seiner Analyse eben bestochen, hat erstmal nichts anderes gemacht, als diese bürgerlich-ökonomischen Überlegungen zu zitieren und zu sagen, die sagen das ja selbst. Also das ist jetzt nicht etwa erst eine Erfindung von mir oder von anderen Marxisten, sondern das sagt die bürgerliche Ökonomie. So, und ich spitze jetzt die Sache zu und analysiere lediglich schärfer, als die das tun, die Logik, die da drin ist. Und das ist die der kapitalistischen Konkurrenz, die dann ihrerseits auch zu einer Konkurrenz zwischen Nationen wird und Nationen, die über diese Konkurrenz in den Kriegszustand getrieben werden. Und die Konkurrenz ist eine Form des Wirtschaftskriegs und der Krieg zwischen Nationen ist eine Fortsetzung dieses ökonomischen Kriegs mit militärischen Mitteln. Also diesen Zusammenhang hat er natürlich hergestellt, Lenin. Darin war er nicht allein, das haben andere auch getan. Wenn wir da vielleicht noch ein bisschen. Aber er hat es systematischer als andere getan und wirklich eine zusammenhängende Schrift über den damaligen Stand des Imperialismus geliefert, wie es so auch die große Rosa Luxemburg nicht getan hat. Sie haben jetzt schon einige Aspekte zusammengetragen von der Imperialismusanalyse von Lenin. Also es gibt quasi ein bestimmtes Entwicklungsstadium des Kapitalismus, der zu einer kriegerischen Auseinandersetzung, zu einer kriegerischen Konkurrenz zwischen den Nationen führt. Vielleicht können wir das uns noch ein bisschen genauer anschauen. Es gibt ja zum Beispiel auch so Stichworte wie die Monopolbildung, die in diesem Buch auch mit drin vorkommt. Ich frage mich, was ist das für eine Strukturlogik, die Lenin da vielleicht beschreibt? Eine Struktur oder ja sozusagen bestimmte Tendenzen, die auch mit einer gewissen Notwendigkeit vielleicht für Lenin in so eine kriegerische Auseinandersetzung führen? Naja, ich setze nochmal an beim Begriff der kapitalistischen Konkurrenz. Das heißt, dass ein kapitalistisches Gesellschaftssystem nicht sein kann ohne Konkurrenz, die zunächst mal in gewissem Maße auch das Geschäft belebt, wie man so sagt. Das ist ja nicht ganz falsch. Und dann von einem bestimmten Punkt an durchaus martialische Züge bekommt und ohne diese Konkurrenz keine technische Innovation, keine Vorteilsbildung für einzelne Konkurrenten, die dann besser auf dem Markt abschneiden und sich dabei besondere Profite, die in marxistischer Tradition dann Extra-Profite heißen, sichert. Und diese Logik gehört zur Expansion des Kapitalismus dazu, also zu dem, was in einer argloseren Terminologie dann wirtschaftliches Wachstum genannt wird und nach wie vor zum Mantra der Wirtschaftswissenschaft gehört. Nicht? Ohne wirtschaftliches Wachstum geht das alles nicht und das muss immer so weitergehen.
Und naja, wenn man sagt, nächstes Jahr mehr Wachstum als dieses Jahr, schön und gut. Aber wenn man sagt, in 100 Jahren und in 1000 Jahren ebenfalls, dann bekommt das natürlich etwas Absurdes. Und da merkt man, das kann nicht ewig so weitergehen. Insofern haben sich an dieses wirtschaftliche Wachstum immer Zusammenbruchsvorstellungen auch geknüpft, die einfach aus der Wachstumslogik selber gefolgert werden. Bäume wachsen nicht in den Himmel, Wachstum kann nicht ewig so weitergehen. Das ist einigermaßen einleuchtend. Ob daraus dann eine Triftigkeit der Zusammenbruchsvorstellungen folgt, die bei Marx gehegt wurden und die vor allen Dingen dann bei Lenin gehegt wurden, das ist ganz was anderes, nicht? Also das ist ja dann ein Ansatzpunkt von mir gewesen, dass Lenin diesen interessanten Begriff der Fäulnis des kapitalistischen Systems in den Vordergrund gestellt hat. Und naja, er hat dabei, denke ich mal, vor allen Dingen auch das tatsächlich verfaulende zaristische Russland vor Augen gehabt und eben sehr stark die Vorstellung, aus dieser Fäulnis kann dann gar nichts anderes hervorgehen als der Sozialismus, und den hat er dann versucht, in, man kann schon sagen, gnadenloser Weise, skrupelloser Weise auch, voranzutreiben. Und mein Vorschlag ist, dass der Begriff der Fäulnis mehr Interpretationsmöglichkeiten enthält, als Lenin das damals gesehen hat. Ich finde den Begriff der Fäulnis interessant und richtig, aber der kann auch so interpretiert werden, dass man sagt, das gegenwärtige Stadium, das typische Stadium der Fäulnis, ist das, was wir als sogenannte Deregulierung erleben. Wir erleben Deregulierung auf ganz verschiedenen Gebieten, politischen Gebieten, wo große politische und staatliche Einheiten zerfallen, Zentralafrika, sogenannter Vorderer Orient, immer aus unserer Perspektive gesehen, arabische Welt etc. Das sind Verfalls. Wir sehen Deregulierung in ökonomischen Hinsichten, Monopolbildungen einerseits und ihre ständige Wiederauflösung. Outsourcing ist ein ganz wichtiger Begriff dabei. Nicht nur politisch, sondern auch eben ökonomisch. Und damit auch so etwas wie, naja, weltweite Zerfallsstrukturen von politischen Blöcken, von Nationalstaaten etc. Dies alles bringt der deregulierte Kapitalismus weltweit mit sich. Nur das alles verweist überhaupt nicht darauf, dass jetzt der Sozialismus vor der Tür stehen würde und schon gar nicht der, den Lenin dann, man kann schon sagen, durchzupeitschen versuchte. Ich meine, er war ungeheuer besessen von der Idee, da wirklich die historischen Gesetzmäßigkeiten, die er da zu erkennen glaubte, und er hatte da natürlich auch einen ganz linearen Fortschrittsbegriff, diese Gesetzmäßigkeiten selber durchzusetzen und die Instanz zu sein, die die Geschichte dafür, na, ich zögere jetzt etwas zu sagen, vorgesehen hatte, aber ganz ohne einen gewissen Vorsehungsglauben ist sein ungeheurer charismatischer Einsatz und seine Überzeugungstäterschaft, die ja nicht einfach die irgendeines opportunistischen Verbrechers war, sondern wirklich das Überzeugtsein von der Notwendigkeit der Opfer, die Form von Sozialismus, die er
jetzt durchzusetzen wollte, einfach mit sich bringen würde. Nicht? Das muss man natürlich in diesem Zusammenhang der Überzeugungstäterschaft sehen. Und die hat immer auch eine religiöse Seite, die natürlich im atheistisch-marxistischen Kontext latent bleiben musste, nicht? Und dann in der Gestalt von historischen Gesetzmäßigkeiten weiterlebte, weil man ja solche Dinge wie göttliche Vorsehung dem Theismus zuschrieb. Sie sprechen, dass Lenin von einer historischen Gesetzmäßigkeit ausgegangen ist, und das ist ja auch was, was vielleicht in dem Titel dieses Buches über den Imperialismus selbst auch schon zum Ausdruck kommt, wenn da steht, genau, dass der Imperialismus das höchste Stadium des Kapitalismus ist, wo man sagen könnte, also genau da geht's nicht weiter, danach kann der Kapitalismus nicht weitergehen, das ist der objektive Verfall des Kapitalismus, und danach kommt der Sozialismus. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben Sie auch angedeutet, dass genau aus so einer, ja, Zwangsläufigkeit von historischen Entwicklungen, dass genau aus solchen Denken auch mit sozusagen die Gewalttätigkeit schon angelegt ist, die dann auch in der späteren Entwicklung der Sowjetunion passiert ist. Würden Sie da einen Zusammenhang sehen? Naja, natürlich ist, sagen wir mal, der Zusammenbruch des zaristischen Reiches, der ja damals ganz viel zu tun hatte mit dem Kriegszustand auch, das darf man nie vergessen, ohnehin ein Gewaltprozess gewesen, nicht? Also man muss ja sagen, Russland, das zaristische Russland, hatte ja nicht unbedingt selber in erster Linie den Krieg, den Ersten Weltkrieg mit angezettelt, und war aber ebenfalls dann in diesem Krieg mit involviert. Und seit 1914 war Kriegszustand. Und der hat ja dann praktisch die ganze Lebenszeit von Lenin auch gar nicht wieder richtig aufgehört. Also ich meine, das ging ja bis in die 20er Jahre hinein mit den russlandinternen Kämpfen dann zwischen Roter Armee und Weißen Armeen und Durchsetzung des Kriegskommunismus. Das waren ständig Kriegszustände. Und da war Gewalt ohnehin ständig präsent, also auch militärische Gewalt, und insofern nicht etwas, was erst dann durch die Bolschewiki und die Rote Armee da reingebracht worden ist. Aber auf der anderen Seite war klar, eine Expropriation der Expropriateure, wie das bei Marx heißt, also eine Enteignung der Enteigner, womit eben immer die kapitalistischen Enteigner des Gemeineigentums gemeint waren. Das hat sich natürlich auch Marx nicht einfach gewaltlos vorgestellt. Bloß er hatte die Idee, dass das eine derartig große Menge von Menschen sein würde, die gegen ganz wenige Enteigner übrig bleiben, sodass diese Enteignung dann, ja, vergleichsweise mit einem Minimum an Gewalt auskommen würde. Und die Verhältnisse in Russland waren natürlich nun ganz andere. Wir wissen ja auch, dass Russland als ein ökonomisch zurückgebliebenes Land nicht gerade dasjenige war, was sich Marx als die Speerspitze der Weltrevolution vorgestellt hatte. Nicht? Da hatte er eher England oder Deutschland im Sinn, die damals wirtschaftlich fortgeschrittensten Länder, und dort sollte der Umbruch stattfinden und sich dann auf alle weiteren ausdehnen. Naja, und nun war ausgerechnet in Russland eine Revolution ausgebrochen, und diese Revolution stellte dann tatsächlich mit einer Radikalität das kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftssystem in Frage, wie das niemand zuvor getan hat und seither auch nicht wieder
getan worden ist. Und ja, versuchte dann aus der Not, nämlich im zurückgebliebenen Russland zu agieren, eine Tugend zu machen und zu hoffen, dass von dort aus der revolutionäre Funke überspringen würde auf ganz Europa, vor allen Dingen auf Deutschland. Das war Lenins Vision und wir wissen, das hat nicht geklappt und dann wurde nachher vor allen Dingen in der Stalin-Zeit schlicht und einfach der Aufbau des Sozialismus oder das, was Stalin dafür hielt, in einem Land vorangetrieben und vor allen Dingen darauf geachtet, dass dann die Sowjetunion als Weltmacht der Weltmacht USA Paroli bieten konnte. Ich würde gerne nochmal den Bogen aufgreifen, den Sie geschlagen haben von Lenins Buch über den Imperialismus hin zur Gegenwart. Sie haben ja gesagt, dass Lenin sich darin geirrt hat, dass der Imperialismus notwendigerweise untergehen muss und haben eben gesagt, dass es bestimmte Aspekte der Analyse, die sozusagen Lenin beim Imperialismus gesehen hat, dass die heute noch gelten und haben da das Stichwort der Deregulierung gebracht. Und Sie haben sozusagen diese Deregulierung aber auch zusammengebracht mit so was, zu sagen, es gibt Zerfallstendenzen und das ist eben die Parallele, dass man eben sagen kann, Lenin hat da von Fäulnis gesprochen und das sind Verfallstendenzen, die wir in ähnlicher oder anderer Weise heute auch noch sehen. Jetzt ist das ein Aspekt der leninschen Imperialismusanalyse. Inwiefern würden Sie denn sagen, dass der Begriff des Imperialismus dazu geeignet ist, heutige weltökonomische Zustände noch zu beschreiben? Da müssen Sie nur in den Nahen Osten gucken und sehen, mit welcher Selbstverständlichkeit da nach wie vor die USA, England, Frankreich etc., die alten Kolonialmächte präsent sind oder wie sie in Mali präsent sind oder wie sie in ganz Zentralafrika weiterhin auch präsent sind. Also da sind natürlich die alten Kolonialstrukturen nach wie vor nicht ausgelöscht und es werden in Syrien, das sagt Ihnen jede Tageszeitung, Stellvertreterkriege ausgetragen zwischen Großmächten, zwischen Russland, USA, Frankreich etc. Und insofern ist es ganz offensichtlich, dass diese imperialen Strukturen fortdauern. Und es ist auch nach wie vor offensichtlich, dass die etwas zu tun haben mit der Sicherung von Rohstoffquellen, was nun gerade in den ölreichen Gebieten Irak, Iran, Saudi-Arabien etc. ganz offensichtlich ist.